Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema Mehr Individualität zahlt sich aus. Klebe- und Geschenkbänder mit Botschaften, Bildern und Logos. Bevor wir anfangen, würde ich gerne prüfen, ob Sie mich auch alle gut verstehen können. Hierfür erscheint jetzt eine kleine Umfrage auf Ihrem Bildschirm. Warten einen kleinen Augenblick, zu gucken, ob auch alle wirklich zuhören können. Okay, es sieht gut aus. Da würde ich mich zuerst gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Sebastian Ratschkowski. Ich bin als Produktmanager bei Grudder tätig und bin heute Ihr Moderator für das Webinar. Als Co-Moderator wird der Kollege Daniel Kieser-Schelzig, ebenfalls Produktmanager hier im Haus, anwesend sein. Bevor wir beginnen können, müssen wir noch ein paar organisatorische Kleinigkeiten klären. Und zwar, alle Teilnehmer sind heute auf Stumm geschaltet. Für Fragen können Sie gerne die Chat-Funktion nutzen. Die Fragen werden gesammelt und am Ende des Webinars werde ich diese für Sie beantworten. Kurz zu der heutigen Agenda. Zuerst werden wir uns einen kleinen Überblick über den aktuellen Trend verschaffen. Danach möchte ich noch etwas über die Möglichkeiten auf einen neuen Service, der sich daraus gibt, erzählen. Und abschließend folgt ein kurzes Beispiel, wie dieser Service oder die neue Dienstleistung umgesetzt werden kann. Auf mögliche Fragen werde ich, wie gesagt, am Ende nochmal eingehen. Ja, dann können wir jetzt auch schon beginnen. Und zwar Trend Do-it-yourself und Individualisierung. Das sind Begriffe, die gerade in den letzten 3 bis 4 Jahren immer häufiger zu hören sind. Es ist ein aktueller Trend und dieser beeinflusst zunehmend das Konsumverhalten der Verbraucher, vor allem im Lifestyle-Bereich. Der Gedanke dahinter besteht aus dem Wunsch, sich von der Masse abzuheben. Gekauftes soll einen Wiedererkennungswert haben. Man möchte selbst die Möglichkeit haben, kreativ zu sein und seine eigene persönliche Note unter den Produkten setzen. Ob selbst Bauen, Basteln oder Gärtnern spielt im Prinzip keine Rolle, denn Do-it-yourself ist ein persönlich und individuell, originell und das kommt einfach heutzutage sehr gut an. Mit diesem Trend und das Potenzial, was dahinter steckt, haben auch schon viele Unternehmen erkannt und auch für sich genutzt. Beispielsweise die Firma Nike bietet die Möglichkeit, online seine Sportschuhe komplett zu individualisieren. Man kann Muster, Bilder und Farben ganz frei wählen. Genauso wie auf der Internetseite mymuesli.de kann man sich ein ganz persönliches Müsli aus über 80 verschiedenen Zutaten zusammenstellen. Coca-Cola hat ebenfalls eigene Ideen reingebracht und gab den Konsumenten die Möglichkeit, ihre Namen auf die Etiketten zu drucken. Oder in etwas größeren Stil der Automobilhersteller Opel, der bietet einen Konfigurator an, mit dem man die Fahrzeuge bis ins kleinste Detail individuell gestalten kann. Dafür können wir uns mal ganz kurz hier einen Blick auf eine Studie der Forward Ad Group werfen. An dieser haben 430 Personen teilgenommen und wurden zu dem Social Trend Thema Do-it-yourself befragt. Die Auswertung ergab, der Trend erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit und dies gilt im gleichen Maße für Frauen und auch für Männer. Das ist auch alles über alle Altersgruppen verteilt und auch über alle Tätigkeitsfelder. Betrachtet man jetzt hierzu das Kreisdiagramm, erkennt man, dass fast 80% der Befragten weiterhin gerne selbst Dinge anfertigt, anstatt Fertigprodukte zu kaufen. Lediglich 20% empfinden das eher weniger. Berücksichtigt man die Auswertung von eben und geht man jetzt näher auf die Frage ein, aus welchen Gründen sich die Menschen mit Self-Aktivitäten und der damit zusammenhängenden Individualisierung beschäftigen, dann kommt man auf folgendes Ergebnis. Zuerst, viele Menschen mögen Spaß am eigenen Schaffen, haben Spaß am eigenen Schaffen. Noch mehr möchten Dinge nach ganz eigenem Geschmack gestalten. Und der dritte Punkt hier in der Liste und ganz besonders interessant hier in diesem Webinar ist der Wunsch, persönliche Geschenke zu gestalten. Und zuletzt, aber auch nicht zu verachten, ist eben das Thema Kostensparen. Doch zu welchem Anlass wird am liebsten überhaupt Selbstgemachtes weiterverschenkt? In dieser Statistik sieht man, dass Geburtstage ganz klar die Anlässe dominieren. Recht dicht gefolgt von den Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Aber ganz offensichtlich muss es nicht immer einen bestimmten Grund geben, warum man anderen Personen was schenken möchte. Tatsächlich wird häufig ohne einen bestimmten Grund Selbstgemachtes einfach weiterverschenkt. Fakt ist auf jeden Fall, dass der
aktuelle Trend nach wie vor sehr präsent ist und gerade in dem angesprochenen Bereich für einige Unternehmen auch ein großes Potenzial bieten kann. Jetzt stellen Sie sich vermutlich die Frage, wozu ich jetzt eben die ganzen Statistiken und Diagramme hier dargestellt habe. Das ist eine relativ einfache Antwort darauf. Radar hat das Potenzial des Trends ebenfalls erkannt und dafür ein Gerät entwickelt. Mit diesem können Sie Ihren Kunden einen völlig neuen Service im Bereich der personalisierten Geschenke anbieten. Der sogenannte Brother Tape Creator ermöglicht eine ganz neue Dienstleistung, die es in dieser Form einfach noch nicht gibt auf dem Markt. Es ist ein einzigartiges Gerät bis dato. Sie können personalisierte Textil- und Klebebänder komplett individuell und frei nach Kundenwunsch gestalten und bedrucken. Hierbei spielt es auch absolut keine Rolle, ob es sich um eine Schleife, ein Geschenkband oder Verpackungsklebeband handelt. All das kann mit Logos, Bildern, Texten, ganz verschiedenen Cliparts und noch ganz vielen anderen Dingen bedruckt werden. Ja, somit gehen die Möglichkeiten auch über den genannten Trend hinaus, denn Sie können beispielsweise Ihr eigenes Firmenlogo auf ein Paketklebeband bedrucken und können diesen ganz einfach schön aufwerten für Ihren Versand. Das Besondere an dem Gerät, sollte man sagen, ist zuerst die sehr, sehr einfache, kinderleichte Bedienung und mit sehr geringem Zeitaufwand verbunden. Und für die Kunden ganz besonders schön ist die Möglichkeit einer vollständigen Personalisierung der Produkte. Ganz nach dem Motto at your side. Wie das funktioniert? Das Prinzip ist ziemlich einfach. Das ausgewählte Verbrauchsmaterial wird in das Gerät eingesetzt. Auf das Material werde ich im Übrigen im späteren Verlauf noch ein bisschen näher eingehen. Im nächsten Schritt wird die Vorlage mit Hilfe dieser mitgelieferten Software ausgewählt oder auch selbst erstellt und schon können die Bänder gedruckt werden. Dass das überhaupt so einfach geht, ist dem modularen Aufbau zu verdanken, der Verbrauchsmaterialien. Diese können nämlich nach Belieben und jederzeit ausgetauscht werden, um andere Kombinationen aus Band und Farbe zu ermöglichen. Das sorgt für eine sehr einfache und vor allem schnelle Bedienung und auch erwähnenswert ein hohes Maß an Flexibilität gegenüber dem Kunden. Im Wesentlichen besteht das Verbrauchsmaterial aus folgenden Teilen. Wir hätten da zuerst den Big Bike, das ist die eigentliche Bandkassette mit 300 Meter Bandvorrat, gefolgt von dem Small Bike, das ist die Farbkassette, da liefert die Farbe, die auf das Band gedruckt wird, ebenfalls mit 300 Meter Farbvorrat. Und dann gibt es die Papierspulenkerne in verschiedenen Größen, je nach Band, die zur Aufnahme des gedruckten Bandes dienen. Auf die Band- und Farbauswahl, die wir haben, werde ich im nächsten Abschnitt auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Doch zuerst würde ich gerne noch ein paar Worte zu unserem Editor sagen. Der PTouch Editor, das ist eine hauseigene Software-Applikation, die zur Arbeit mit dem Tape Creator und auch vielen anderen Produkten aus dem Hause gerade verwendet wird. Die Software ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut und ermöglicht damit auch ein intuitives Arbeiten. Speziell für den Tape Creator stehen auch bereits eine ganze Menge vorgefertigter Templates bereit, aus denen der Kunde aussuchen kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle, die Anwendung setzt keine Vorkenntnisse im Design- oder im Gestaltungsbereich voraus. Also Sie können ganz einfach damit nach 5 Minuten können das ganz intuitiv bedienen. Kurz zum Abschluss noch einige Fakten und Vorteile zum Gerät. Fangen wir jetzt am besten mal mit den technischen Details an. Das Gerät verfügt über eine LCD-Anzeige. Hier werden die Informationen über die eingesetzten Materialien und verbleibende Länge angezeigt, auch über den Status des Druckauftrags etc. Angeschlossen wird das Gerät entweder über einen USB- oder einen LAN-Anschluss. Somit können Sie es auch lokal oder auch im Netzwerk betreiben. Die Farbe wird mittels Thermotransfer auf das Band übertragen mit einer Auflösung von 300 dpi. Das sorgt natürlich für ein hochwertiges Druckergebnis, ganz klar. Und mit einer Druckgeschwindigkeit von über 200 mm pro Sekunde sind 8 Meter Band in unter 60 Sekunden gedruckt. Daraus ergeben sich natürlich noch einige Vorteile mehr. Zu den bereits genannten könnte man noch sagen, Sie können bereits ab 1 Meter Länge drucken. Somit ist keine bestimmte Mindestbestellmenge notwendig. Sie können das ganz frei und selbst entscheiden. Und das Ganze ermöglicht dann dementsprechend auch eine recht flexible Preisgestaltung für Sie. Hier nochmal ein kurzer Vergleich zum möglichen Wettbewerb.
Also wie schon gesagt, also Mindestbestellmenge haben Sie keine. Vergleich ist 30 Rollen plus im Wettbewerb. Lieferzeit ebenfalls keine. Im Wettbewerb geht es meistens ab 3, 4 Wochen aufwärts. Mindestlänge ganz flexibel. Ganz wichtig, Sie haben keinen Designaufwand. Und anzumerken sei hier auch, dass der Tape Creator hauptsächlich an Privatkunden, Einzelhandel und den Mittelstand sich konzentriert. Um Ihnen einen Eindruck davon zu verschaffen, wie der neue Service für den Kunden aussehen könnte, möchte ich Ihnen jetzt ein kleines fiktives Beispiel zeigen. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Kunde sucht nach einer Möglichkeit, das Geburtstagsgeschenk noch den letzten Schliff zu verpassen. Es soll ja schließlich was Persönliches werden für die Liebsten. Und durch eben diese neue Dienstleistung, die Sie anbieten können, hat der Kunde die Möglichkeit, ganz individuelle Geschenkbänder oder Klebebänder mit persönlicher Note zu versehen. Dieser Vorgang ist auch recht simpel und lässt sich in 4 kurzen Schritten zusammenfassen. Wenn man jetzt auf der Folie sehen kann, zuerst wird das gewünschte Band ausgewählt, dann die Farbkassette, die Rollenkerne werden eingesetzt und schon kann die Vorlage erstellt werden. Und das jetzt ein bisschen genauer. Es sind 3 Punkte zu beachten. Der Kunde muss sich zuerst seine gewünschte Bänderart aussuchen. Da wären die Textilklebebänder aus Satin oder Plastikklebebänder. Im Anschluss darauf wird zwischen verschiedenen Bandbreiten entschieden und im letzten Schritt folgt dann die eigentliche Farbauswahl. Jetzt kommen wir auch zu dem vorhin erwähnten Sortiment. Wir haben folgende Materialien im Angebot. Zuerst die Bandbreiten. Für Textilbänder gibt es die Variante in 15 und 38 mm. Zusätzlich für die Klebebänder gibt es auch eine 50 mm Variante. Für die Bandfarben gibt es für Textil die Farben Weiß, Rosa, Hellblau, Dunkelblau und Rot. Und für die Klebebänder kann zwischen Weiß, Gelb und Transparent entschieden oder gewählt werden. Ist diese Auswahl von Kunden getroffen worden, kann dieser dann auch schon mit dem nächsten Schritt beginnen, und zwar mit der Auswahl der Farbe. An diesem Punkt gibt es natürlich auch eine recht umfangreiche Auswahl, die möchte ich jetzt auch nochmal vorstellen. Für den Bereich Textil können zwischen Silber, Gold, Schwarz, Blau oder Rot gewählt werden und für Plastikbänder gibt es die Farben Schwarz, Rot und Blau. Wichtig anzumerken sei, dass die Farbkassetten können in ihrer jeweiligen Kategorie mit den Farbbändern der gleichen Kategorie komplett frei konfiguriert werden. Das heißt so viel wie, wenn Sie sich beispielsweise ein weißes Textilband aussuchen, können Sie jede Farbe aus dem Textilbereich darauf drucken. Das funktioniert auch analog für die Plastikbänder. Nun ja, wurde auch diese Auswahl jetzt vom Kunden getroffen, kann er sie eigentlich schon fast zu der Erstellung der Vorlage übergehen. Es fehlt nur noch ein kleiner Zwischenschritt und das wäre die Auswahl des richtigen Kerns. Nach der Auswahl der Bänder und Farbkassetten wird der richtige Kern eingelegt und das Band wird aufgespult. Einfach das Band auf den Klebestreifen des Kerns aufkleben, wenn es sich um ein Textilband handelt. Das Gerät wird geschlossen und per Knopfdruck wird das Band automatisch ausgelöscht und aufgespult. Also wie man jetzt hier erkennen kann, das sind die Kerne für die Klebebänder. Wir haben 3 verschiedene Varianten durch die 3 verschiedenen Breiten. Die werden ganz einfach hier aufgeklebt. Für die Textilbänder gibt es 2 Varianten. Die haben jeweils einen kleinen Klebestreifen hier. Der wird abgezogen, ebenfalls ins Gerät eingesetzt und auch einfach draufgezogen. Ja, ist der Schritt jetzt auch erledigt, dann kann es an die Vorlage gehen. An dieser Stelle kann sich der Kunde kreativ austoben. Er hat eine Auswahl von über 200 Vorlagen für verschiedene Anlässe. Hinzu kommt auch noch der komplett freigestaltbare Text, sowohl von der Länge als auch von der Schriftart her. Und für die ganz kreativen Geister gibt es auch die Möglichkeit, eigene Entwürfe einzubinden. Egal ob es Logo, Bilder, Grafiken sind. Können in jedem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm erstellt werden und dann einfach in den Editor integriert werden. Das Einzige, was zu beachten ist, ist, dass die zu druckende Datei auf einen USB-Stick oder CD mitgebracht wird oder wenn es sich um einen Online-Shop handelt, muss die Datei einfach nur hochgeladen werden. Wichtig ist nur, dass sollte es sich jetzt wie hier in diesem Beispiel um eine Fotografie handeln, sollte das Bild in Monochrom sein. Dann kann es in den Editor übertragen werden und ja, hier sieht man schon ein kleines Ergebnis, wie das aussehen könnte. Wie jetzt genau der Vorgang ist, würde ich Ihnen jetzt auch nochmal darstellen. Und zwar
wenn Sie den Editor starten. Wie gesagt, keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Sie haben hier die Auswahl, ob es jetzt Verpackungsbänder sind oder Geschenkbänder. Es kann natürlich auch hier eine komplett leere Vorlage genommen werden, wo Sie ganz eigene Ideen verwirklichen können. Dann folgt natürlich die Auswahl, wie schon erwähnt, von den Vorlagen. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt noch viele, viele mehr für viele verschiedene Anlässe. Und wenn diese Auswahl getroffen ist, kann es dann schon in dem Editor jetzt direkt an den Text gehen. Sie können hier dann verschiedene Schriftarten aussuchen, Größe, weitere Rahmen oder Grafiken hinzufügen, den Text komplett formatieren. Und natürlich kann man auch hier ganz flexibel die Länge des Bandes anpassen und so weiter. Was wichtig wäre, noch hier anzumerken, ist, dass die eingesetzten Farbkassetten und Bänder, diese werden vom Gerät automatisch erkannt und auch die Informationen werden dann an den Editor weitergeleitet. Das bedeutet, Sie müssen nichts mehr manuell einstellen. Im Normalfall wird alles von alleine erkannt. Ja, wenn das dann jetzt auch fertig ist und das Layout soweit steht, dann kann es schon an den Druck gehen. Sie müssen dann im Prinzip nur noch die Länge hier bestimmen. Und nach wenigen Minuten ist das Band auch gedruckt. Der Kunde kann so sein fertiges Produkt direkt mit nach Hause nehmen oder alternativ kann es dann auch im Online-Shop zum Beispiel direkt in den Versand an den Kunden gehen. Ja, zum Abschluss des Webinars würde ich Ihnen jetzt gerne noch zwei kleine fertige Produktbilder oder Beispiele zeigen, wie sowas im Endeffekt aussehen könnte. Hier haben wir ein ganz einfaches, kleines 15 mm Textilband mit einer schönen Schrift. Sie sehen es relativ simpel gemacht und gibt ein schönes Ergebnis. Noch besser kann man es hier an dem letzten Bild sehen, in der 38 mm Variante. Also man kann schon gut erkennen, dass das Fotografien eine ziemlich gute Figur auf dem Saturnband machen können. Gut, das wäre es dann auch jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an unserem Produkt und den neuen Dienstleistungen wecken. Falls Sie noch weitere Informationen wünschen oder kontaktiert werden wollen, können Sie das jetzt anhand der Umfrage tun. Sie können einfach jetzt das zutreffende hierfür anklicken. Okay, wie versprochen würde ich jetzt noch gerne auf die angekommenen Fragen eingehen. Es ist ja auch bereits, dass einige Fragen aufgetaucht sind. Die würde ich jetzt einfach mal der Reihe nach beantworten. Fangen wir jetzt einfach mal mit der ersten Frage an, und zwar, was ist die maximal mögliche Drucklänge der Bänder? Ja, das ist relativ einfach. Sie können maximal 25 Meter auf die Textilbänder und insgesamt 66 Meter Klebebänder bedrucken. Okay, machen wir weiter. Gibt es bestimmte Anforderungen an die Hard- und Software, die zu beachten wäre? Nein, die gibt es nicht. Also können Sie ganz beruhigt sein, Software und Hardware funktioniert eigentlich an jedem normalen Standard Office, PC oder Laptop. Solange Sie Windows 7, 8 oder 10 installiert haben, ist das alles gar kein Problem. Noch eine Frage, ist es möglich, eigene Schriftarten zu verwenden? Ja, das ist eine sehr schöne Frage, das funktioniert auch tadellos. Sie können alle die installierten Schriftarten, die im Windows vorhanden sind, in dem Editor ganz normal nutzen. Sollten Sie eigene Kreationen oder andere Schriftarten haben, die Sie integrieren möchten, können Sie dies auch ganz einfach tun, indem Sie sie in Windows installieren und diese werden dann im nächsten Starten des Editors ganz normal mit übernommen. Ich habe noch eine Frage, wie lange kann das druckende Muster sein? Also Sie können das Design des Musters bis zu einer Länge von 1 Meter freigestalten. Das bedeutet aber, Sie können auch kleinere, kürzere Längen auswählen. So, Moment, hier sind noch andere Fragen. Wie hoch sind die Kosten für das Gerät und die Folgekosten? Ja, das ist ein Punkt, darüber könnten wir gerne uns dann nochmal jetzt im Nachgang unterhalten. Ich bin nochmal 10 Minuten jetzt nach dem Webinar im Chat, ansonsten können Sie mich nochmal per E-Mail kontaktieren und anrufen. Dann könnte ich Ihnen ganz gerne alle Informationen diesbezüglich noch weitergeben. Moment. Sind die Kunststoffbänder alle selbstklebend? Ja, die sind alle selbstklebend.
Was genau ist die Funktion des Spulenkerns? Das ist noch eine weitere Frage. Dieser dient dazu, das Band, das eingelegte Band aufzurollen während des Druckvorgangs. Das können Sie dann nach dem Vorgang wieder abziehen oder eben, nachdem, wie das ist, in welcher Länge das ist. Im Prinzip ist es dafür da gedacht, um die, das Band, das bedruckte Band aufzunehmen. Okay, eine letzte Frage noch. Wird es noch mehr Bandfarben geben? Ja, prinzipiell wird das Sortiment auch stetig erweitert, sofern natürlich die Nachfrage nach bestimmten Farbkombinationen gegeben ist, besteht eine gute und große Möglichkeit, dass neue Farbkombinationen aufgenommen werden. Gut, das sind zwar jetzt noch einige andere Fragen, aber ich würde sagen, Sie können mich gerne im Nachgang nochmal kontaktieren. Ich würde, wie gesagt, jetzt nochmal die nächsten 10 Minuten im Chat verweilen, falls noch andere Sachen aufkommen, die können wir dann persönlich nochmal klären. Ansonsten würde ich mich nochmal gerne bei Ihnen für die heutige Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie können mir gerne eine E-Mail an rajkowskis@brother.de schreiben oder an den tapecreator@brother.de. Ja, das war es dann auch für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ein erholsames Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.